Herzlich willkommen zur Börsenschau. Langfristige Anleger sollten jetzt besser engagiert bleiben. Es kann noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Panik wäre jetzt der falsche Ratgeber. Aber schauen Sie auch auf Japan. Da haben sich die Kurse seit 30 Jahren nicht erholt. So, Leute, Schluss mit Weisheiten. Heute gibt's konkrete Action in Mission 5. Was die Mutigen jetzt mit ihrem Geld machen. Das zeigen wir euch jetzt. Servus Leute und willkommen bei Mission 5. Hier kommen wieder 5 Fakten für dein Geld. Wir starten jetzt durch ins Wochenende und verraten dir in diesem Video, was ich alles nachgekauft habe, welche 2 Aktien ich neu im Depot habe, ob ich noch short bin. Und Leute, es lohnt sich bis zum Ende dran zu bleiben, denn dann könnt ihr völlig kostenlos Amazon-Gutscheine abstauben und die 10 Gewinner von meinem Buch werden natürlich heute auch bekannt gegeben. Und jetzt legen wir los. Bevor wir voll durchstarten, eine kurze Frage, Leute. Habt ihr Langeweile? Heute ist Samstag. Morgen Sonntag bringen wir normalerweise kein Video, aber sollen wir morgen ein zusätzliches Video bringen, dann machen wir das. Ich würde mal sagen, wenn ihr Daumen hoch gebt, dann ist die Mission Money morgen noch zusätzlich am Start. Und ich kann euch schon mal versprechen, wenn ihr das wollt, dann werden wir skypen mit einem Experten, den hatten wir schon auf unserem Kanal und der wird uns exklusiv verraten, wie jetzt die ganz großen Jungs, die institutionellen und vor allem auch die reichen Familien jetzt ihr Geld anlegen. Also ob die jetzt short gehen oder ob die jetzt ganz dick Aktien kaufen, das verraten wir euch, wenn ihr das morgen sehen wollt. Bevor wir zum Aktien-Content kommen, wollen wir noch ein paar allgemeine Fragen klären, denn einige werden sich schon gefragt haben, wo drehen die denn jetzt? Ja, die Mission Money ist jetzt im Underground in den Untergrund abgetaucht. Wir sind jetzt auch nicht mehr in unseren gewohnten Räumen. Wir wollen auch ein bisschen Rücksicht nehmen, wollen uns jetzt auch zurückziehen und das hat ja auch durchaus seinen Reiz und ist momentan sicherlich auch vernünftig. Momentan kommen so viele Fragen, also wie ist die Lage in München? Kaufst du jetzt schon Aktien nach? Welche Aktien? Hast du Aktientipps? Wie geht das mit den Anleihen? Welche Shorts? Das war auch letzte Woche. Kannst du das genauer erklären? Kommen wir gleich zu allem dazu. Dann auch noch Fragen, wird dein Buch nach Mazedonien und Italien geliefert? Die Frage kann ich heute leider nicht beantworten, aber es sind einige Fragen und das werden wir jetzt alles der Reihe nach durchgehen. Also wie ist die Lage in München bzw. in Bayern? Wir sind jetzt momentan, drehen das Video nicht in München. Natürlich sind wir nicht so weit weg, aber wir sind in Oberbayern, das kann man verraten. Auf dem Land haben wir uns in Sicherheit gebracht. Also seit Mittwoch ist in Bayern die Lage relativ klar. Es ist eigentlich alles dicht, bis auf Supermärkte und Bäcker, also wo es eben Lebensmittel gibt. Sonst ist jetzt eigentlich alles runtergefahren. Trotzdem sind erstaunlicherweise noch sehr, sehr viele Leute unterwegs. Also in der U-Bahn, gut, das ist ja völlig legitim, aber es sind auch die Eiscafés dann noch voll. Also zumindest am Mittwoch war das so. Die mussten dann auch um 15 Uhr zwar schon schließen, aber um 13 Uhr war das knallvoll. Da saßen alle Leute ganz entspannt in der Sonne und haben dann ihr Eis gegessen oder ihren Spritz getrunken. Also da fragt man sich dann schon, ob das sein muss. Und ausbaden müssen es dann wahrscheinlich wieder die Vernünftigen, denn jetzt droht eine Ausgangssperre. Es ist noch nicht durch, aber es ist relativ wahrscheinlich. Und da die Fallzahlen wahrscheinlich jetzt auch weiter noch hochgehen werden, ist es relativ wahrscheinlich, dass ab Montag eine Ausgangssperre durchgesetzt wird. Und ja, dann darf man zwar das Haus noch verlassen, aber dann ist erstmal richtig schottendicht. Und das hat man dann natürlich wieder den ganzen Leuten zu verdanken, die es nicht aushalten ohne Aperol Spritz in der Sonne in ihrem Lieblingscafé. Aber jetzt schlägt die Stunde der Kapitalisten, denn wir sind keine Dogmatiker, wir wollen rational an die Sache rangehen, pragmatisch und wollen uns einfach den Gegebenheiten anpassen und Chancen suchen. Wir wollen uns einfach überlegen, wir haben jetzt einfach einen Zustand, der ist so, der ist momentan katastrophal, aber wie machen wir das Beste draus? Also wir müssen uns jetzt nicht Tag ein, Tag aus damit beschäftigen, ob die Welt untergeht oder nicht. Das bringt uns auch nicht weiter, sondern wir wollen jetzt das Beste draus machen. Und man hat ja oft 2 Stimmen im Kopf. Die eine ist dann die total pessimistische, die ist jetzt momentan in diesem Hot State an der Börse knallt und das ist völlig menschlich, das ist verständlich. Und die Stimme hier, Mr. Angry, Mr. Short Run, der sagt ja natürlich, alles ist scheiße und das wird jetzt die größte Katastrophe die nächsten Monate und dann kommt noch die Ausgangssperre, ich will doch aber auf die Straße, ich will doch in mein Eiscafé und wer jetzt Aktien kauft, wer jetzt Aktien nicht verkauft, der ist ja wohl der Dümmste und die sollen alle pleite gehen und ihr mit euren, eigentlich sind doch Aktien eh Teufelszeug und ihr sollt doch alle pleite gehen. Das ist so der Mr. Angry, der Mr. Short Run und der wird halt langfristig einfach niemals reich werden. Der richtet sich immer nur nach dem Kurzfristigen. Aber jetzt kommt der Einwand, das ist
völlig richtig, das momentan ein bisschen einzupreisen, ein bisschen sich anzupassen, aber nur kurzfristig zu denken, ist ein kompletter Fehler. Jetzt kommen wir mal zur zweiten Stimme im Kopf. Ich nenne das jetzt mittlerweile gern den Sherlock, also sozusagen das Genie, ein schlauer Mensch ohne Empathie, der immer in diesem Cold State ist, also der ist total berechnend. Man könnte auch sagen, der ist eigentlich schon soziopathisch, ist jetzt vielleicht nicht der Netteste, aber auf den sollte man durchaus mal hören. Der hockt dann auf der anderen Schulter und der sagt, cool bleiben ist momentan katastrophal, vielleicht geht es auch noch 20% runter, aber jetzt kann man eigentlich schon mal einsteigen, jetzt muss man schon mal ein bisschen Position aufbauen und mein Gott, in ein, zwei Jahren Corona im Nachhinein eine Riesenkatastrophe, aber damals sind wir eben reich geworden. Und wie gesagt, erfolgreiche Menschen suchen immer die Chancen und auch die Crash-Propheten haben ihre Chancen gesucht, die haben einfach jetzt einen guten Run erwischt, hatten vielleicht auch ein bisschen Glück, haben sicherlich auf einige Missstände hingedeutet und haben dann auch die Chance gesucht, einfach ein erfolgreiches Buch zu schreiben. Und das ist ja auch vollkommen legitim und das ist ja auch wichtig für dieses ganze System. Wir können ja auf der einen Seite nicht nur Optimisten haben, wir müssen ja auch Leute haben, die warnen, aber wir können auch nicht nur pessimistisch haben. Also das fügt sich ja dann immer wieder zusammen und momentan habe ich das Gefühl, die meisten Leute beschäftigen sich eigentlich nur damit, aber der hatte doch recht. Und hatte der jetzt wirklich recht und hatte der den richtigen Grund? Also eins können wir festhalten, das Coronavirus hat überhaupt keiner vorausgesagt und das kann auch keiner voraussehen. Das ist ja immer die alte Leier. Es ist einfach lächerlich und es ist auch aus meiner Sicht lächerlich, jetzt darüber zu diskutieren, oh, wer hatte denn jetzt recht? Es konnte einfach keiner vorhersehen. Wie gesagt, es war wichtig, dass davor gewarnt wurde und einige haben jetzt schon drunter geschrieben, finde ich auch mal sehr amüsant, ja, hättest du mal dem Krall besser zugehört. Ich habe dem Herrn Krall sehr gut zugehört, deswegen habe ich auch einige Sachen gemacht, da kommen wir gleich dazu. Ich verstehe immer das Problem nicht, vor allem ich verstehe dann auch die Leute jetzt nicht, die alle daherkommen und sagen, ja, aber der hatte recht. Ja, ist doch wunderbar, also man konnte ja jeder drauf hören. Also wenn ich jetzt einfach von Krall zum Beispiel überzeugt war und wenn man in die Kommentare schaut, waren das ja doch einige, dann ist es doch wunderbar, dann müssen diese Leute jetzt alles richtig gemacht haben. Also ich verstehe dann immer gar nicht, worüber man sich beschweren will und wir wurden ja auch hart kritisiert dafür, dass wir dann zu viele Crash-Propheten auf dem Kanal hätten. Also von den einen hieß es dann, ja, er macht ja nur noch Crash, von den anderen heißt es jetzt, ja, hättest du dem mal zugehört. Also ich glaube, wir hatten da schon eine ganz ausgewogene Mischung. Wir haben immer davor gewarnt und es ist halt einfach eine Weisheit, es kann jederzeit crashen, so what, jetzt ist es halt so und ich meine, warum soll man da jetzt aus dem Fenster springen? Im Gegenteil, das ist doch jetzt die Mega-Chance und jetzt rumjammern, ja, bringt's halt nicht. Warum soll man jetzt jammern? Aber natürlich ist das momentan schmerzlich und das geht an mir auch nicht spurlos vorbei. Das ist natürlich alles nicht schön, das sage ich ja gar nicht und das kann man auch nicht ignorieren. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe da einfach jetzt Geld drinstecken in meinem Depot. Das ist langfristig angelegt und das brauche ich halt jetzt nicht. Und alles andere wäre sowieso ein Fehler. Natürlich wäre es mir lieber, wenn es jetzt weiter gestiegen wäre. Aber wie gesagt, wir wissen alle, dass früher oder später ein Crash kommt. Und mir ist es lieber eigentlich, dass er jetzt da ist, bevor es jetzt noch 10 Jahre lang weitergeht. Und dann wird es im Endeffekt vielleicht immer schlimmer und dann sparst du da ewig ein oder vielleicht sogar 20 Jahre und dann haut es dir mit 50 oder 60 alles zusammen. Also grundsätzlich muss man jetzt sagen, ist jetzt die eigene Brille, wenn man jünger ist, das muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, ist es jetzt gar nicht so schlimm, beziehungsweise bin ich eigentlich fast ein bisschen erleichtert. Natürlich ist man über das Coronavirus nicht erleichtert, das ist natürlich jetzt was ganz was anderes, also da freut sich keiner drüber. Das muss man jetzt aber als zwei getrennte Sachen sehen, das ist nun mal leider so, wenn man jetzt gerade an der Börse unterwegs ist. Und was ist mit meinem Depot passiert? Das ist jetzt ungefähr 25% im Minus, das ändert sich ja gefühlt minütlich, also das kann ich euch jetzt exakt auf den Wert sagen. Wir haben das Video gestern gedreht am Freitag, also wo es jetzt dann Freitagnachmittag war, weiß ich nicht. Da hat sich wahrscheinlich schon wieder einiges geändert. Die Vola ist extrem hoch, gerade weil jetzt noch am 20.03. am Freitag dann viele Optionen ausgelaufen sind oder dann glattgestellt wurden. Da ist die Vola dann normalerweise dann nochmal höher. Also da ist einiges natürlich momentan im Argen, beziehungsweise ändert sich sekündlich. Das kann man jetzt nicht so genau sagen. Aber mein Depot ist so roundabout 25% im Minus. Gold hat natürlich abgefedert. Also jetzt kommen wir zu dem Punkt, hast du Krall und Otte und Co. nicht richtig zugehört? Doch, also ich habe ja einen relativ hohen Goldanteil. Das hat bei Roast My Depot, haben das ja auch einige kritisiert, glaube ich, im Oktober mit Horst Löning, wenn ich mich richtig erinnere, September, Oktober sowas.
haben einige geschrieben, ja, das ist ja viel zu vorsichtig. Also ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen auf Vorsicht gesetzt. Ich habe ja auch im Januar dann einen großen Teil von diesem MSCI World ETF abgestoßen, weil da halt die Märkte natürlich schon sehr hoch waren. Also das war jetzt auch nur ein Teil und das kann man jetzt auch nicht ständig machen. Das lohnt sich nicht, ständig zu timen. Aber die Gesamtlage war halt so, dass ich gesagt habe, gut, ich will das eh ein bisschen umstrukturieren und dann kann man da einfach mal einen Teil verkaufen, wenn man da so dick im Plus ist. Also mein Cash ist jetzt auch nicht gefallen, trotz Negativzinsen, hat sich ganz gut gemacht im Crash bisher. Und ich habe ja auch dann noch Anleihen gekauft, also wieder zum Thema, hast du zugehört, US-Staatsanleihen, die sind zuletzt gestiegen, die haben das Ganze auch nochmal abgefedert und kommen wir gleich dazu. Ich habe die Anleihen verkauft jetzt vor 2 Tagen. Was ich damit gemacht habe, kommt gleich, aber das hat sich jetzt natürlich in den letzten Wochen ganz gut gemacht, also hat sozusagen Kapitalerhalt und ist sogar leicht gestiegen. Also das jetzt mal zu dem Thema, wie sieht das aus im Crash, wenn man einfach diversifiziert ist. Wie gesagt, Aktien ist natürlich scheiße im Moment, aber sind auch nicht alle katastrophal und zum Beispiel Amazon hat sich jetzt schon wieder ganz gut erholt. Microsoft bin ich halt auch noch wirklich dick im Plus, trotz dieser Vollkatastrophe. Also da bin ich schon so lange dabei, das muss man dann ja auch alles immer ein bisschen differenzierter sehen. Walt Disney ist zum Beispiel, kann man auf gut Deutsch sagen, schon eine relative Katastrophe. Das tut weh, aber wie ich jetzt damit umgehe, dazu kommen wir jetzt im Detail. Das ist jetzt mal die graue Theorie, aber jetzt noch ein kurzer Nachtrag. Man kann sich das alles schön zurechtlegen, ein bisschen Gold, ein bisschen Bitcoin, aber es gibt dann keine Garantie. Also Gold ist ja jetzt auch nicht durch die Decke gegangen. Also ich bin sehr zufrieden, wie sich Gold jetzt mittelfristig in den letzten 1-2 Jahren entwickelt hat. Das ist durchaus stabil, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass Gold jetzt 50% nach oben geschossen ist. Also da sieht man schon, es gibt halt einfach vorher keine Garantie, wie sich dann was entwickelt. Das Einzige, wenn ich natürlich short bin. Wenn es fällt, dann weiß ich, dass ich sicher gewinne. Deswegen ist das auch in solchen Extremsituationen für mich durchaus eine Option, kommen wir gleich noch dazu. Also ich habe noch einen Put, werde ich euch gleich verraten, habe ich ja letzte Woche in Mission 5 schon angedeutet. Und was man halt auch sieht, Bitcoin, ich bin da völlig neutral. Es klingt jetzt wahrscheinlich wieder so, als wäre ich ein Bitcoin-Gegner, aber man muss halt sagen, diese Theorie, was ja auch einige vertreten, die sagen, ja, das ganze System ist kaputt und Bitcoin muss deswegen steigen, ja, kann schon sein, dass er noch steigt in den nächsten 1-3 Jahren, aber die Performance in den letzten Wochen von Bitcoin ist einfach eine Katastrophe und ist halt einfach noch schlechter als bei Aktien. Das muss man sich erstmal vorstellen. Also da sieht man schon, es hat halt keiner die Weisheit mit dem Löffel gefressen und jetzt da ohne Verlust rauszukommen, ist halt fast unmöglich. Aber ich sehe jetzt auch das große Problem nicht. Dann sind halt zwischendrin mal 20-30% weg. Ja und? Also es wird sich alles wieder erholen. Wer jetzt natürlich mit seinem ganzen Cash und mit allem rein ist und am besten noch einen Kredit aufgenommen hat, klar, für den ist es jetzt momentan scheiße, aber das hat ja auch keiner empfohlen. Im Gegenteil, das haben wir auch schon 100-mal gesagt, bitte für Aktien keine Schulden machen, denn das kann natürlich dann schnell nach hinten losgehen. Jetzt wollen wir gar nicht mehr lang rumeiern. Jetzt kommen wir konkret dazu, was ich in der letzten Woche so getrieben habe. Und das blenden wir jetzt einfach mal ein. Das erschlägt euch jetzt wahrscheinlich erstmal. Gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Ihr seht oben schon 2 neue Positionen. Wir haben Sportsman's Warehouse, habe ich am Donnerstag gekauft zu einem Kurs von 5,10 Euro. Die sind jetzt richtig billig. Ich glaube, das KGV ist jetzt bei 8 oder was. Ich hatte die ja schon länger auf dem Zettel. Vor kurzem hat, glaube ich, auch mal jemand geschrieben, du fandest sie doch so spannend, das war auch Ende letzten Jahres, hast du die jetzt gekauft oder nicht? Also ich hatte sie jetzt lange auf der Watchlist, man kann ja auch nicht immer alles sofort kaufen, man muss ja auch mal ein bisschen sacken lassen, beobachten, schauen, passt das ins Depot, das mal ein bisschen verfolgen. Gedanklich, als wäre man dabei. Also man muss ja auch nicht immer zu schnell sein, aber man sollte natürlich jetzt auch nicht jahrelang warten und das fand ich jetzt eine ganz gute Einstiegsgelegenheit. Ich glaube auch, dass dieses Geschäftsmodell durchaus eine Zukunft hat und sicherlich jetzt gerade in diesen Zeiten, die wahrscheinlich die nächsten Jahre auch durchaus ja, schwierig werden, aber das sagt ja keiner. Also dass es jetzt vielleicht nicht die rosigsten des Jahrhunderts werden, das mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass es genug Chancen gibt. FedEx habe ich gekauft, auch am Donnerstag, also da gab es den großen Rundumschlag für einen Kurs von 91,69. Die wurden mal richtig verprügelt. Also die hat es davor schon zerlegt, vor dem Crash, das ist das Schöne. Und die sind danach jetzt wirklich abgestürzt. Der Chart sieht aus wie eine Vollkatastrophe, aber die hat sich dann, nachdem ich sie gekauft habe, schon massiv erholt. Ich glaube, da war ich schon relativ schnell 20% im Plus. Also FedEx ist für mich jetzt auch so ein No-Brainer eigentlich.
Klar, kann auch nochmal runtergehen, ist mir jetzt aber relativ wurscht. Da sehe ich langfristig ganz gute Chancen. Da kamen jetzt auch einige neue Studien raus, kann ich nur empfehlen. Also Goldman Sachs hat sie zum Beispiel auch jetzt auf Kaufen gestuft, wenn man sich da mal genauer damit beschäftigt. Also da sehe ich sehr viele Chancen für ein Comeback. Die Aktie ist wirklich verprügelt bis zum geht nicht mehr. Habe ich auch schon länger auf dem Zettel gehabt und das war jetzt eine optimale Gelegenheit, da mal zuzuschlagen. Das KGV, glaube ich, ist auch bei 7 oder sowas. Und das Geschäftsmodell ist eigentlich auch einfach zukunftsfähig. Eigentlich müsste es sogar momentan ganz gut funktionieren. Man sieht ja, wie abhängig wir momentan von Lieferdiensten sind. Das ist Wahnsinn. Also ich bin ja gerade umgezogen und ich muss sagen, wenn jetzt die Lieferjungs der letzte Woche nicht Kühlschrank und Waschmaschine gebracht hätten, dann wäre ich jetzt momentan aber mal richtig aufgeschmissen. Und ich glaube jetzt, der Onlinehandel wird auch in den kommenden Jahren nicht gerade weniger werden. Also das sind jetzt zwei neue Positionen. Richtig günstig und bei FedEx verprügelt. Michael Burry würde sagen, das sind diese Ick-Aktien, diese erstmal bäh, wo man auf den Chart schaut und denkt, ja, das ist ja wirklich das Allerletzte, das ist ja eine Vollkatastrophe. Aber genau da bieten sich ja dann auch die Chancen. Jetzt kommen wir zu einer anderen Position. Da seht ihr unten schon die US-Staatsanleihe, die habe ich verkauft. Also die hat ganz gut Plus gemacht, das hat sich voll gelohnt. Das war jetzt für mich so die Option, um Cash zu parken. Und da habe ich jetzt einfach das abgestoßen, weil ich Cash wollte für die Nachkäufe. Also da sind wir jetzt auch wieder beim Punkt, wenn ich jetzt auf alle gehört hätte in den letzten Jahren, die in den Kommentaren schreiben, die man auch interviewt. Also viele Fondsmanager, das ist ja auch aus deren Perspektive vielleicht vollkommen richtig, sagen ja dann, ach Anleihen, bäh, brauche ich nicht, bringt mir keine Rendite. Aber man sieht ja dann doch, dass so eine Anleihe zwischendurch mal ganz sinnvoll sein kann, dass man da gut Cash parken kann. Und so eine US-Staatsanleihe ist dann natürlich auch noch schlau, wenn jetzt wirklich die Vollkatastrophe kommen sollte. Also nehmen wir wirklich dann mal an, den Euro-Crash oder sonst was, dann ist eine US-Staatsanleihe natürlich auch nicht die schlechteste Idee. Also eine ganz, ganz elegante Sache, um Cash zu parken. Und jetzt, wenn es günstiger ist, kann man dann auch mal nachkaufen. Und ich muss sagen, Fresenius, also ich weiß nicht, ob man die dann nochmal so billig kriegt, kann natürlich auch noch weiter runtergehen. Die hatten jetzt auch ein bisschen schwere Zeiten. Aber da habe ich jetzt mal satt nachgekauft für unter 25. Also das hätte man sich vor 2 Jahren gar nicht vorstellen können, dass man die jemals wieder zu so einem Preis kriegt. Walt Disney habe ich auch nachgekauft, denn das ist jetzt keine schöne Entwicklung. Könnte natürlich noch ein bisschen zu früh sein. Jetzt sind halt auch die Vergnügungsparks geschlossen. Das wird schon wehtun, aber ich glaube, Disney ist breit aufgestellt. Also gut, klar, Kino tut auch weh, das ist jetzt auch alles, hängt durch, aber es braucht halt dann auch nur ein, zwei Blockbuster, um wieder richtig Kasse zu machen und man muss ja auch mal weiterdenken. Also Disney ist ja jetzt nicht tot, nur weil jetzt vielleicht 2, 3 Monate notfalls keiner ins Kino geht oder keiner in den Vergnügungspark. Also da hängt schon viel mehr dran, gerade jetzt auch mit dem Streamingdienst und man kann sich jetzt ausmalen, wenn alle Leute da zu Hause sind, da sieht man schon, dass das auch ein bisschen mehr Dimensionen hat als jetzt nur den Vergnügungspark. SAP habe ich auch nachgekauft, das ist jetzt für mich auch eigentlich eine Frage, warum die mit hinuntergerissen wurden. Klar, in einem Crash verliert jede Aktie oder sagen wir mal 99% aller Aktien, aber auch für mich eigentlich eine ganz gute Einstiegschance. SAP bin ich noch nicht so lang dabei, also die habe ich jetzt noch nicht 5 oder 6 Jahre im Depot, ist eher ein bisschen frischer und da frage ich mich jetzt auch, warum soll SAP jetzt kollabieren, warum sollen die jetzt pleite gehen in den nächsten Monaten oder Jahren? Gut, Corona ist natürlich ein Problem, die haben jetzt auch schon Standorte schließen müssen, aber da fängt es ja schon an, dass SAP eigentlich gar keine physischen Produkte wirklich herstellt und die haben auch langfristige Verträge. Die Unternehmen sind ja jetzt eigentlich noch abhängiger von solchen Unternehmen, wenn es jetzt zum Beispiel um Cloud-Dienste geht, was auch ein ganz kluger Move war, dass SAP jetzt teilweise Software frei zur Verfügung stellt, um einfach das alles zu gewährleisten, dass die Weltwirtschaft da nicht zusammenbricht, dass auch einfach die ganzen Prozesse weiterlaufen. Dietmar Hopp in den Fußballstadien nicht so gern gesehen, aber der hat zuletzt auch eine richtig gute Figur gemacht, finde ich. Also jetzt abseits, gut, beim Fußball hat er auch keine schlechte Figur gemacht. Ich finde, da ist er auch souverän damit umgegangen, aber der präsentiert die Marke gerade, finde ich, in den schwierigen Zeiten sehr gut. Was habe ich noch nachgekauft? Bristol Myers Squibb, für mich auch ja, nach wie vor ein sehr guter Pick, gerade langfristig sehr, sehr günstig, sehr breit aufgestellt, habe ich auch schon genauer erklärt in den letzten Wochen und Monaten, warum ich die spannend finde. Die Aktie ist jetzt gar nicht mal so stark gefallen, aber trotzdem noch mal günstiger kommt man da gut rein und ist auch, glaube ich, KGV deutlich unter 10, ich glaube auch 7 oder 8. Also das sind jetzt schon für mich im Moment auf jeden Fall Chancen. Wie gesagt, ich habe jetzt lange gewartet, ich war auch sehr vorsichtig und ich glaube auch, dass da noch einiges kommen kann, aber man muss jetzt mal anfangen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt auch nicht alles reingeschoben, ich habe jetzt schon ordentlich nachgekauft, muss ich sagen.
Aber wir haben ja auch schon das Pyramidisieren vorgestellt. Also falls es jetzt nochmal runtergehen sollte, dass man dann auf jeden Fall nochmal nachschießen kann. Aber ich bin halt schon froh, dass ich jetzt nicht gleich wie manch andere dann reingestiegen bin, als der DAX um 5% gefallen ist, dann gleich, ah, 5%, das ist die Jahrhundertchance. Also das war jetzt für mich schon klar, wenn es mal ins Rutschen kommt, dass es halt dann nicht 5% werden, sondern dann natürlich vielleicht auch mal schnell 20 oder 30. Und es können natürlich auch noch schön 20 oder 30 mehr werden. Aber trotzdem, ich finde, man kann auch nicht zu lang warten. Also man muss dann schon eine gewisse Risikoübernahme auf sich nehmen, ein bisschen Risiken eingehen und jetzt einfach gar nichts zu machen und sich dann in 2 Jahren dann wieder zu ärgern, weil Mr. Short Run, Mr. Angry einem gesagt hat, ja, die Welt ist am Arsch und die Kurse werden nie wieder steigen. Also das ist halt einfach Schwachsinn. Und dann seht ihr hier unten noch ein paar Turbos. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Das waren Puts und Calls. Da habe ich einfach mal ein bisschen zwischendrin, ein paar Euro noch mitgenommen, um es mal so zu sagen. Aber ich bin jetzt kein Daytrader, keine Angst. Also manchmal bietet sich das gut an und das liegt einfach daran, dass ich jetzt mit einem Put da sehr gut positioniert bin. Da hatte ich natürlich auch ein bisschen Glück. Das haben wir ja letzte Woche gebracht. Da hieß es dann ja auch, oh, jetzt Short gehen noch. Ja, ist dumm, aber war jetzt auch nicht die schlechteste Idee. Und ich habe noch einen Put, den habe ich letzte Woche mir vor dem Wochenende zugelegt, weil das für mich auch nicht so einfach war. Ich wollte dann nicht wieder in die Klemme kommen. Übers Wochenende kann halt jetzt einfach momentan mega viel passieren. Also gefühlt kommen alle 5 Minuten neue Meldungen. Also es kann jetzt in Italien noch schlimmer werden. Es kann jetzt in Deutschland richtig losgehen. Es kann jetzt jederzeit in den USA losschlagen. Und deswegen habe ich diesen Put einfach immer noch. WKN lese ich euch jetzt mal vor. Ich kann ihn euch auch nochmal unten verlinken. CL463R, der ist auf den S&P 500. Zum Shorten ist eigentlich meistens der DAX auch recht gut, also der Krüppelindex. Gefühlt fällt er immer schneller als alle anderen und erholt sich dann auch langsamer. Es sind jetzt auch nicht gerade unbedingt nur Top-Unternehmen drin, aber den S&P 500 habe ich einfach deswegen, weil ich mir am meisten Sorgen jetzt um die USA mache. Wenn man da sieht, wie es jetzt da beim Spring Break abgeht, also die Amerikaner scheinen ja schon so ein bisschen die einzigen zu sein, die es noch nicht ganz kapiert haben. Also Trump hat ja jetzt auch nicht gerade die beste Figur gemacht. Das soll jetzt kein Trump-Bashing sein. Ich bin absolut kein Trump-Gegner. Ich finde, dass er teilweise auch Sachen einfach richtig macht. Das hat der Flassbeck neulich auch ganz gut erklärt. Also Trump völlig abzustempeln als schlechten Präsidenten, das halte ich für vollkommenen Schwachsinn. Aber jetzt hat er natürlich mal wieder gezeigt, dass Überheblichkeit und Selbstüberschätzung in so einer Situation dann natürlich schwierig sein können. Also wenn er dann natürlich daherkommt und sagt, die Virologen sagen ihm, dass er sich so gut auskennt wie kein anderer, dann ist das natürlich schon ein bisschen schwierig. Klar, so ein Virologe wird natürlich zum Präsidenten höflich sein und wird dann vielleicht auch mal sagen, ah, Herr Präsident, Sie sind ja voll auf der Höhe, aber Donald Trump ist jetzt sicherlich nicht der beste Virologe, den wir haben auf der Welt. Und dass das Virus jetzt in ein paar Wochen verschwunden sein wird, das hat sich jetzt auch noch nicht ganz bewahrheitet. Und deswegen der Put auf den S&P 500, den habe ich jetzt auch wieder übers Wochenende behalten. Also der war schon dick im Plus. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ihn vielleicht verkaufen soll. Also da hätte man schon wirklich jetzt perfekt rausgehen können. Das wäre sehr auskömmlich gewesen. Aber ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt wohler. Jetzt habe ich nachgekauft, bin da jetzt auch schon wieder im Plus. Dick bei den Nachkäufen zumindest. Also natürlich bei, wie gesagt, Microsoft auch, aber einige Positionen hängen jetzt durch. Also Fresenius ist wahrscheinlich die größte Katastrophe, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen fühle ich mich jetzt momentan mit dem Put im Depot noch relativ wohl für die nächsten Wochen. Die Frage, die wir uns jetzt alle stellen, wann ist der Tiefpunkt erreicht? Wir wissen es nicht, wir können jetzt alles Mögliche durchrechnen, spekulieren. Wir können es einfach nicht ausrechnen. Ich habe jetzt noch ein paar Anhaltspunkte, ein paar konkrete Zahlen für euch gleich, wo wir uns annähern können. Das Problem ist ja nur immer mit der Bewertung. Also was wir wissen, Aktien sind halt jetzt einfach mal viel, 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 viel billiger als vor ein paar Wochen. Also wenn ich sie bei DAX 13,7 gut fand, wenn ich sie jetzt bei DAX 8,5 nicht gut finde, dann läuft ja grundsätzlich schon mal was falsch. Also dann haben wir, wer das sagt, der hat nichts verstanden. Also da müssen wir dann wieder auf unseren Sherlock hören, der sagt, okay, Aktien sind halt einfach mal billiger. Auf der anderen Seite, Mr. Angry hat natürlich auch noch ein bisschen recht, Mr. Shortrun, wenn er sagt, ja gut, die Bewertung jetzt im Moment ist natürlich nicht so viel wert, denn die Bewertung kann ja jederzeit angepasst werden. Wenn jetzt einfach noch ein paar Hämmer kommen, wenn die USA zusammenkrachen, gut, klar, dann können wir natürlich auch nochmal schnell 20-30% runtergehen. Aber trotzdem, wie kann ich mich jetzt zu einem Tiefpunkt nähern? Erster Punkt, wenn
die Flucht in die sicheren Häfen so ein bisschen nachlässt, zum Beispiel in Schweizer Franken oder in Yen. Da zeichnet sich jetzt noch kein kompletter Trend ab oder eine Trendwende, aber man sieht schon, also es ist jetzt nicht so, dass die Flucht momentan extrem ist. Da haben wir schon eher so eine gewisse Stabilisierung, aber das muss ich jetzt zugeben, das sagt ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel aus. Was auch ein bisschen dafür spricht, das haben wir jetzt ganz klar gesehen, wenn die Wohler einfach komplett durch die Decke schießt und viele sagen ja auch, wir sind eigentlich komplett überverkauft. Klar, die ganzen technischen Indikatoren bringen dann auch nichts, wenn die komplette Panik ausbricht, aber das spricht auch schon so ein bisschen dafür, dass jetzt einfach das oben komplett rausgeschossen ist, dass wir vielleicht uns, wenn wir Glück haben, schon dem Tiefpunkt genähert haben. Der Pessimismus ist auch sagenhaft. Also an der Wall Street haben schon einige in den letzten Tagen von uninvestable gesprochen. Pessimismus überall. Der Fear and Greed Index war vor kurzem auf historischem Tief auf 1. Jetzt ist er, glaube ich, noch mal ein bisschen hoch auf 6. Also es ist extreme Furcht. Und klar, wenn alle Angst haben oder sehr, sehr viele, dann sollte man grundsätzlich immer darüber nachdenken, zu kaufen. Aber klar, es ist halt jetzt trotzdem noch lang keine Garantie, dass es jetzt vor allem schnell wieder nach oben geht. Ja, die große Suche nach dem finalen Ausverkaufstag, nach dem Washout, also wenn nochmal massive Handelsvolumina da sind, wenn wirklich alles gefühlt weg muss, wenn es dann nochmal richtig runtergeht, das könnte theoretisch der letzte Montag gewesen sein, aber man muss halt auch ein bisschen aufpassen. Also nur weil es nach minus 14% dann einfach 10% wieder hochgeht, heißt das noch lange nicht, Leute, dass es jetzt vorbei ist. Also solche extremen Bewegungen, das kann jetzt auch noch ein halbes Jahr oder Jahr so weitergehen. Also das weiß ja keiner. Also nur weil es mal wieder grün ist, heißt jetzt nicht, dass die Ampel wieder komplett auf grün ist. Das ist völliger Schwachsinn. Also da kann es auch Kursausschläge von 25% nach oben gehen und dann kann es trotzdem wieder runtergehen. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also zumindest haben wir diese Woche schon gesehen, also es hat sich so ein bisschen stabilisiert. Also die Range ist enger geworden. Wir sind eigentlich beim DAX ständig gependelt, so zwischen 8,2, 8,8. Ging es auch mal Richtung 9. Es ging auch ganz knapp unter die 8,2, aber mehr ist dann eigentlich nicht passiert. Da sieht man schon, es hat zumindest ein bisschen Stabilität gegeben. Klar, die Vola ist nach wie vor extrem hoch und es geht auch ständig wie im Fahrstuhl hoch und runter, aber trotzdem ist dieser freie Fall gestoppt und es ist auch eine wichtige Marke, diese 8,2, denn da ist theoretisch so zwischen 8,2, 8,5 das KBV, jetzt bleiben wir beim DAX, bei 1,0. Und wenn man mal in die Historie schaut, dann ist es da eigentlich, egal wie schlimm die Katastrophen waren, also langfristig unter ein KBV von 1,0 ist es eigentlich noch nie gefallen. Das heißt, das macht schon mal Hoffnung. Aber kurz zur Erklärung, also KBV steht für Kursbuchwert und der Buchwert ist jetzt natürlich auch nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, was ich vorher schon gesagt habe, wenn die Krise jetzt einfach noch schlimmer wird, wie es noch nicht eingepreist ist in den Kursen eventuell, dann kann natürlich sich auch der Buchwert verändern. Also der ist nicht in Stein gemeißelt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr das falsch versteht, der DAX kann jetzt nicht unter 8,2 fallen, das stimmt so nicht. Der kann dann auch schnell auf 6,4 fallen, da wäre nämlich das KBV, Kurs-Buchwert-Verhältnis, dann bei 0,7. Und klar, je schlimmer es wird für die Unternehmen, desto mehr müssen dann die Buchwerte angepasst werden. Zum Beispiel durch Abschreibungen kann das sehr, sehr schnell gehen. Also das sind jetzt nur Orientierungsmarken und wie gesagt keine Garantien. Man kann sich da ein bisschen dran langhangeln, aber sollte jetzt auch nicht zu viel drauf geben. Und charttechnisch muss man halt auch mal ein bisschen drauf schauen. Das ist auch so eine wichtige Marke. Es gibt auch Charttechniker, die sagen jetzt, wenn er unter die 8.000 fällt, dann ist die nächste Stufe 4.000. Also die 8.000 sollte man auf jeden Fall im Blick haben. Und dann muss man vielleicht auch schon, sollte es weiter runtergehen, die ganz, 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 ganz langfristigen Aufwärtstrends mal im Blick haben. Ich bin jetzt wirklich kein Charttechniker und ich schaue da jetzt auch nicht täglich drauf. Aber bei solchen, kann man ja schon sagen, historischen Ereignissen ist es natürlich schon interessant, ob dann so ein 30-, 40-jähriger Aufwärtstrend dann mal gebrochen wird. Aber jetzt glaube ich, erstmal können wir da noch abwarten und mal gucken und hoffentlich stabilisiert sich dann in der kommenden Woche weiter. Ich hatte es vorher schon angedeutet, ich bin gerade mitten im Umzug. Im Hintergrund seht ihr hier die neue Bude in München. Da werden wir wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen mal drehen, wenn mal die Couch da ist und wenn der Saustall aufgeräumt ist. Und ein Umzug bietet ja auch mal die Chance, ein bisschen die Fixkosten neu aufzustellen, da mal drauf zu schauen. Und da kann man natürlich auch sparen für Aktiennachkäufe, zum Beispiel bei der Hausratsversicherung. Deswegen heute eine Geldidee extra, wie ihr Geld sparen könnt bei der Versicherung und damit auch noch kostenlos Amazon-Gutscheine abstaubt. Und da will ich euch heute die Clark-App vorstellen. Sie liest das Kleingedruckte bei den Versicherungen und zeigt dir alle Verträge hier im digitalen Überblick. So hast du immer alle wichtigen Informationen im Blick bei deinen Versicherungen, wie zum Beispiel die Versicherungsnummer, die Beiträge natürlich und auch die Kündigungsfristen.
Und mit Klar kannst du bares Geld sparen, denn die App durchsucht tausende von Tarifen von mehr als 160 Versicherern am Markt und sie schlägt dir dann eben Angebote mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis vor. Und wer das dann konsequent anwendet, kann bis zu 50% der Beiträge im Jahr sparen. Clark hilft dir auch beim Rentenwirrwarr. Es gibt nämlich das Clark Renten-Cockpit und das schafft einen realistischen Blick auf deine voraussichtliche Nettorente. Da fließen dann Parameter ein wie die Inflationsraten, die demografische Entwicklung und auch ob gesetzliche oder private Altersvorsorgeprodukte mit eingeflossen sind. Und auf Basis dieser Daten werden dann Vorsorgeprodukte empfohlen, um deine Rentenlücke zu schließen. Und du kannst dann den ganzen Versicherungsstress abgeben. Das sehen wir jetzt hier eingeblendet, einen Chat. Also du meldest dich dann einfach bei Clark, wenn du zum Beispiel einen Schaden melden willst. Und dann kümmern sich die Kollegen um den Rest. Jetzt noch ein wichtiger Punkt zum Schluss. Du musst bei der Clark-App eine sogenannte Maklervollmacht unterschreiben. Und das berechtigt Clark, deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften zu vertreten. Aber selbst wenn du diese Vollmacht unterschrieben hast, tut Clark nichts ohne deine Bestätigung. Das heißt, dir werden bessere Verträge vorgeschlagen, aber es werden niemals Verträge gekündigt oder neu abgeschlossen ohne deine Erlaubnis. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten, wie ihr die Amazon-Gutscheine abstaubt. Nämlich für jede Versicherung, die ihr in der Clark-App managt, bekommt ihr einen 15 € Amazon-Gutschein. Wichtig, gesetzliche Versicherungen sind ausgeschlossen und das Ganze ist begrenzt auf 150 €. Ihr müsst nur auf diesen Link hier klicken, dann kommt ihr auf eine Landingpage und ihr könnt den Gutscheincode MONEY einlösen. Jetzt kommen wir zum Highlight der Woche, zumindest für 10 glückliche Gewinner. Ich habe letzte Woche euch angekündigt, dass wir mein Buch verlosen, was ich mit 20 Jahren gerne über Geld, Motivation, Erfolg und natürlich auch über Peter Blöd gewusst hätte. Ich freue mich sehr, wenn ihr das Buch lest. Es gab jetzt schon super Feedback. Ich habe schon einiges bekommen auf Instagram und auch auf Facebook und bisher waren die Rückmeldungen sehr positiv. Das freut mich wirklich sehr. Ich freue mich sehr, wenn ihr da was davon mitnehmen könnt und freue mich natürlich sehr über jedes Feedback. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und freue mich auch über Kritik. Also ich bin da völlig offen. Aber jetzt zu den 10 Gewinnern. Also die Auslosung haben wir schon gemacht, denn wir wollten das jetzt nicht noch mehr in die Länge ziehen. Deswegen lese ich jetzt einfach die 10 Namen vor. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit meinem Buch an Napo, Daniela Kircher, Torbinho 04, Elias Mühlbrecht, Julia Liau, Simon Steigerwald, Mac Bernie oder Bernie 1337 Ferdi und dann haben wir noch 2, Rantanplan und Erik Braukmeier. Herzlichen Glückwunsch an euch, viel Spaß damit und ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Genug Zeit zum Lesen haben wir wahrscheinlich momentan leider. Also Leute, lasst euch nicht verrückt machen, auch wenn die Ausgangssperre kommt. Mr. Shortrun, Mr. Angry wird zwar ein paar Mal durchdrehen in unserem Kopf, aber Sherlock und Peter Blöd holen uns dann schon wieder runter. Also macht's gut, danke fürs Zuschauen. Ich bin stolz, dass ihr dabei seid und bitte gesund bleiben, Leute. Macht's gut, ciao.